Hello, my dear friends, wir sind wieder am Start mit einer Elite-Trainer-Box. Oh, meine Hand hat man gesehen. It's magic, it's magic. Dann haben wir auf jeden Fall noch dieses Paket. Ihr seid gespannt. Und wir haben noch das Ding hier. Die Binder Collection, das Ding muss auch jeder Fan besitzen. Da ist ein Ordner drin, der ist voll cool, ne? Also bleibt dran. Okay, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den kleinen Dingen im Leben an, ja? Mit dem Teil hier. Ich habe mir nämlich ein paar Karten gekauft und das wollte ich mit euch zusammen öffnen. Das Ding ist nämlich der Knall. Oh, guck mal, der Bruder ist der voll nett. Schickt der in so einer süßen Mamfaxo-Box. Oh. Warte jetzt, nicht die Chase-Karte oben. Warte. Komm raus da, Alter. Okay, da sind die Karten drin. So, warte. So ist rückwärts. Da ist wahrscheinlich das Ding. Oder? Ja, ich denke schon. Also, erstmal habe ich mir Rotena gekauft. Die ist nämlich. Och nee, Alter, direkt als zweites. Oh. Ja, okay. Auf jeden Fall habe ich mir Glurak Vista in Rainbow zugelegt. Oh. Also, der Kamerad hat gesagt, der Kamerad, also der Kollege sagte, dass das hier ein Zehner-Kandidat ist. Also, dass die wirklich sehr schön aussehen soll. Ja, die sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Centering ist auch ganz okay. Also ein Zehner wird das bei deutschen Grading-Firmen auf jeden Fall nicht. Aber bei PSA oder so wird es, denke ich mal, schaffen. Dann Camillas Glanz. Dann Machomai GX. Guckt euch die geile Karte an, Alter. Dann haben wir noch Despotar EX. Geil. Die habe ich nämlich auch noch gar nicht gehabt. Bei 38 ETBs und 46 Displays habe ich die nicht gezogen. Okay, das war das Päckchen. Jetzt kommen wir zu den wichtigen Dingen im Leben, meine Freunde. Wir fangen direkt an mit der Binder Collection, oder? Ich würde sagen, let's do this. So, da ist der Ordner. Tue das mal kurz zur Seite. Hier ist der Ort. Ich muss ehrlich sagen, der fühlt sich überraschend gut an. Okay. Ah, jetzt mal so Paper. Weg damit. Das ist ein schöner Ordner. Auf jeden Fall. Geiler Ordner. Fühlt sich sehr gut an. Ja, klar. Of course. Ich muss ehrlich sagen, ich bin positiv überrascht. Hätte ich jetzt nicht von der Pokémon Company direkt erwartet. Aber ist ein sehr geiler Ordner. Also ich kann euch nur empfehlen, legt euch das Ding auf jeden Fall zu. Wunderschöner Ordner, vier Booster Packs. Kostet, glaube ich, roundabout 25 Euro. Da kann man auf jeden Fall nicht meckern, Leute. So. Dann holen wir die Booster Packs mal raus. Zack, zack. Der letzte steckt natürlich wieder fest. Wie immer. So, dann haben wir auf jeden Fall noch vier Booster Packs dabei. Wir fangen an mit dem. So, let's do this. Ich bin mal gespannt, was wir noch so. Komm raus da. Was wir noch so pullen werden. Ich hoffe natürlich dicke Dinger, ja. So, wir fangen an mit einem süßen Nidoran männlich. Abra, Diglett, Drowsy, Hitmonchan. Seeking Butterfree Clefable Reverse. Boah, noch ein Marschock, Alter. Ja, geil. Nehme ich an. Warum nicht? Oh, Aerodactyl in Holo. Und eine Unlichtenergie Holo. Boah, die ist auch geil. Sieht echt gut aus, muss ich ehrlich sagen. So, tolle Karte. Tun wir die dahin. Siehst du, habe ich schon gesagt, wir fangen mit dem Booster an. Und hier ist nämlich Glurak drin, ich weiß das, Leute, ich spüre es.
Okay, Mauzi, Owei, Macholo, Pipi, Energiesticker, Rizeros, Kokowai, Radikal Reverse, komm, Tangela in Reverse, Ditto in Holo, Alter. Geil. Und haben wir eine Holo-Energiekarte? Ja, Holo-Energiekarte Stahl. Nice. Nehme ich auch an. Zack, alles was glitzert. Next Booster Pack. Bam. Ich bin heiß auf das Set. Ich bin richtig heiß auf das Set. Wirklich. Oh, voll süß. Bisasam direkt am Anfang. Voll süß. So, mein schlafender Bisasam. Den sollte ich auch wieder mal dazu holen, oder was sagt ihr? Wollt ihr Bisasam, diese kleine schlafende Figur, dabei haben in den nächsten Videos wieder oder nicht? Sagt es mir, schreibt es in die Kommentare. Bisasam, Slowpoke, Growlithe, Geodude, Lapras, Cycling Road, Seekiter, Staryu in Reverse. Dann haben wir ein Golbat Reverse und dann haben wir Garados in Holo. Geil, nehme ich an. Ja, muss ich ja, ne? Habe ich ja keine andere Wahl. So, letzter Booster Pack aus der Binder Collection. Let's go. Bap, bap, bap. Wir machen das mal so. Zack. Okay, keine Holo-Energiekarte. Also erhoffen wir uns jetzt nicht viel aus diesem Booster Pack. Okay. Oder wir ziehen Erika. Genau jetzt. Nein, Mankey Reverse. Und oh, Mewtwo Holo, Alter. Wow. Oh, geil. Boah, wie krass die Karte einfach aussieht. Einfach unfassbar. Nice. Boah, das ist so eine Karte, die würde ich graden. Ich sag euch ehrlich. Einfach nur, weil die so krass aussieht, ja. Apropos graden. Unter meinem letzten Video, ich mache nebenbei noch die Elite-Trainer-Box auf, ja. Unter meinem letzten Video habt ihr ja reingeschrieben gehabt, dass ich mal so ein Video machen soll, wo ich so Karten aussuche, die ich gerne graden möchte, die dann zum Grading schicke und dann zurückbekomme und dann mit euch alles durchgeht, dies, das, kennt ihr ja, ne? Das haben wir uns wirklich auch überlegt gehabt. Noch vor 2 Wochen haben wir uns sogar noch Karten rausgesucht, die wir zum Grading schicken werden in Zukunft. Also so ein Video ist auf jeden Fall in Planung, aber der springende Punkt, worauf ich jetzt hinaus wollte, ist: Danke für solche Tipps. Ich bin immer dankbar für sowas. Das ist sehr nett von euch, dass ihr mir Ideen gibt. Ja, das finde ich wirklich sehr nett und das schätze ich auch. Und so ein Video, da ist die Promokarte. So ein Video wird auf jeden Fall in Zukunft noch kommen. 100% werde ich auf jeden Fall machen. Centering sieht auf den ersten Blick gar nicht so bad aus. Boah, der sieht sogar gut aus, ja. Geile Karte. So. Ich werde auf jeden Fall in nächster Zeit so ein Video auch machen, ja. Aber ich warte halt noch auf die ein oder andere Karte. Es kommen auch immer wieder neue Sets, wo ich mir denke, boah, die Karte will ich haben fürs Grading. Die machen wir nicht auf. Die machen wir auch nicht auf. Wir machen erst die auf. Und ja, sobald ich diese Karten, ja, mal schauen. Ich denke, nach diesem Set werde ich so ein Grading-Video machen und auch Karten zum Grading schicken, ja. Weil sonst dauert das alles nämlich zu lange. Wenn du so guckst, es kommen immer geile Sets raus und dann sagst du, ah, ich warte noch auf die. Wir machen das mal. Wir gucken mal. So, Abra, Wiglet, Muk, Daisy's Help, Venomoth, Yugong in Reverse hatte ich auch noch nicht. Kadabra in Reverse hatte ich und ein Kangama Full Art. Baba Haft schießt und alle fliehen. Nehme ich an. Wunderschöne Karte. Geil. Hätte auch Glurak sein können, aber geil. Geil. Ja, Centering ist sogar gut. Ich achte immer auf dieses Centering-Ding, weißt du? Centering ist immer so eine Schwachstelle. Gehst du mal auf hier, was ist los mit dir? Okay, dieser Booster, den zu öffnen, hat mich 3 Jahre Lebenszeit gekostet. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Wir haben eine Holo-Kampfenergie, das ist schon mal gut. Zack, dann haben wir ein Knofensa. Sepa, voll süß. Nidoran männlich, Abra, Rizeros, Rigidband, Nidorina, die ist sogar Reverse, glaube ich. Nein, ist die nicht. Jetzt kommt die erste Reverse. Ja, Magnetilo, Fukano Reverse und ein Knuddeluff EX. Eine sehr, sehr süße Karte. Nice.
Habe ich im Japanischen, glaube ich sogar. Ich weiß gar nicht. Ich meine, im Japanischen habe ich die gezogen gehabt. Aber auf Englisch noch nicht, ne? Und, Master Set, ich komme! So. Auch die Glurak-Karte zum Beispiel. Tauboga, sehr schön. Magma. Oh, die sehen alle so geil aus. Ich werde abgelenkt. Ich will gerade was sagen. Und dann sehe ich so diese Artwork. Einfach nur fantastisch, Alter. Leftovers, das benutzen viele bei Unite. Bitte, Leute, bei Pokémon Unite, nehmt nie diesen Apfel. Das ist der crapste. Das ist das Schlechteste, was ihr nehmen könnt. Wenn ich ein Mewtwo sehe mit Apfel, dann weiß ich, wir haben verloren. Hört auf damit. Meine Güte, ihr erschwert mir den Weg da. Mein Gott. Oh, Shigi Reverse. Sehr geil. Georock Reverse. Mach mal in Holo. Auch nice. Und ja, okay, alles klar. Let's do this. Auf jeden Fall, was wollte ich gerade sagen? Irgendwas wollte ich sagen. Wir haben noch Booster Packs, keine Sorge, Leute. Den machen wir nicht jetzt auf. Den auch nicht. Den machen wir jetzt auf. Ich dribbel das System, weißt du? Ich dribbel so, dass ich die dicken Karten ziehe. So, ein Fukano. Dann ein Jigglypuff. Geodude. Staryu. Kingla. Snorlax. Sunslash. Rihorn Reverse. Sehr geil. Ein Slimer Reverse. Und ein Garados in Holo. Und keine Holo-Energie. Nice. So. Die zwei bleiben zuletzt. Und weißt du was? Den mache ich auch nicht jetzt auf. Den mache ich auf. Ja! System gedribbelt, Bruder. Guck jetzt. Jetzt kommt was Fettes aus diesem Booster Pack. Ich sag's euch. Mit Ansage. Ich sage Holo-Energiekarte Feuer. Na, voll daneben, ey. Egal. Habitak, Rihorn, Carpador, Mirapla, Sazenia, Big Air Balloon, Primape, also Razaf, Hypno Reverse, Mauzi Reverse. Ich glaube, da ist was. Ich glaube, da ist was. Oh, ein Geowatz EX. Ich dachte kurz Glurak, aber Geowatz auch geil. Nehme ich. Sehr nice. So, komm mal her, du Kleiner. Ach so, das wollte ich vor 38 Stunden sagen, wo ich den Faden verloren habe, wie Spider-Man 2, verstehst du? Ich habe den jetzt nämlich wieder wie Spider-Man 3. Das wollte ich sagen, genau. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe erwartet, dass die Karten in diesem Set um einiges teurer sein werden. Zum Beispiel Glurak. Oh, voll süß. Zum Beispiel Glurak, habe ich gedacht, die wird bestimmt 100 Euro oder so gehen. Aber getäuscht, ja, die gehen ja günstiger als gedacht wieder, Aerodactyl, sehr nice. Die sind auf jeden Fall günstiger, als ich gedacht habe. Auch Erika, die Full Art Illustration Rare Karte, die ist auch relativ günstig. Also, ich meine, guckt euch die Preise im Japanischen an, die explodieren. Und im Englischen und im Deutschen, ja gut, wegen den, ja, Japanisch ist ja sowieso immer ein bisschen beliebter. Und ein Dodri und eine Holo-Energiekarte. Blitz. Im Japanischen explodieren die Preise sowieso. Ich kann euch nur raten, Leute. Kauft euch keine japanischen Karten. Das ist alles meiner Meinung nach künstlich hochgepusht. Also die Preise wurden künstlich hochgepusht. Und ich mache sowas nicht mit. Also ich fördere sowas nicht. Japanische Karten finde ich persönlich auch sehr geil. Eigentlich habe ich mir auch immer wieder japanische Sets geholt, aber bei, oh geil, aber bei den Preisen und bei, ne, oh Flamara, jetzt habe ich alle drei, voll süß, voll süß, nehme ich, nice. Aber bei den Preisen und sowas, Leute, hört auf, japanische Karten zu kaufen, vertraut mir. Lasst uns das, ich krieg diesen Booster nicht auf. Lasst uns das nicht mitmachen, damit sich das alles ein bisschen normalisiert, ja? Oh, ich krieg das Ding nicht auf. Da. So. Auch generell mit diesen Vorbestellungen und sowas, ja? Ich kann euch nur empfehlen, Leute, macht sowas nie mit. Das beste Beispiel ist die Glurak UPC. Das Teil ging bei Release teilweise für 300 und 350 Euro überladen Tisch. Was ist passiert? Ein paar Monate später,
überall zu erhalten. Ja, jetzt bei Cardmarket für 100 Euro. Selbst die Deutsche war mal teilweise für 100 Euro drin. Macht sowas nicht mit, Leute, weil ihr pusht die Preise sonst mit ins Unermessliche. Das, so macht das keinen Spaß, sage ich euch ganz ehrlich. Also wieso soll ich für ein Set, da ist was, glaube ich. Na, Gifler Holo, okay, hat ich auch noch nicht. Nice, nehme ich. Also, ich weiß nicht, die Preise sind alle manipuliert. Macht sowas nicht mit. Seid stark, wartet einfach ein paar Wochen, ein paar Tage länger. Ihr bekommt euer Set schon, weil die Pokémon Company printet auch genug. Die haben ja auch gesagt, wir machen ab jetzt bei Release, also zu Release von irgendwelchen Sets, die liefern immer kleinere Mengen aus. So, das bedeutet, die Leute denken dann, dass die Ware knapp wird und kaufen das für Überpreise. Und ein paar Wochen später kommen dann die zweite oder die dritte Welle und schon sinken die Preise wieder. Deswegen meine Empfehlung, Leute, wartet immer. Kauft nicht zu Überpreisen. Also wenn man hier und da mal für so eine UPC zum Beispiel wie Mew, ja, UVP ist ja glaube ich 120 Euro. Wenn ihr da 5 Euro mehr zahlt oder 10 Euro meinetwegen, bei 120 Euro 130, komm, 10 Euro mehr sagen wir mal, würde ich ja auch noch mitmachen. Ja, aber was sind das für Preise? 180 Euro, 190 Euro, die ging bei eBay teilweise für 200 Euro weg. Vor dem Release? Also, und das, nachdem diese Glurak-UPC schon erschienen war. Macht es einfach nicht. Ich will euch nicht hier voll labern, Leute. Ich wollte nur... Ich habe mich verschluckt, Leute. Ich wollte hier eigentlich nur Karten aufmachen. Aber das sind halt wichtige Tipps und Informationen. Die solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen, Leute. Ich küsse eure Herzen. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Time for Darkness. Vergesst nicht zu abonnieren! Und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr dieses Video fandet.